Wenn du wissen willst, warum das beim Aufstieg auch mit deiner Lunge passieren kann und noch viel wichtiger, wie du es verhinderst, dann schau dir unbedingt dieses Video an. Ja, moin, Sebastian hier. Und ich möchte dir mal eine kleine Geschichte erzählen. Im Mai 2011, da war ich auf meiner zweiten Safari im Roten Meer. Wir lagen am Daedalus-Riff und neben uns lag ein anderes Boot, die Independence 2. Und ich kann mich deswegen noch so genau daran erinnern, weil einem Typen auf dem Boot genau das hier passiert ist. Lungenüberdehnung. Und der Typ ist gestorben. Das war eine ganz tragische Geschichte. Ich habe lange überlegt, ob ich so ein relativ einfaches Thema in meinem Kanal überhaupt behandeln soll. Aber ich finde, erstens ist es für Anfänger unwahrscheinlich wichtig, das mal ganz grundlegend erklärt zu kriegen. Und zweitens war selbst auf dem Safari-Boot jemand dabei, der daran gestorben ist. Und das war zumindest kein blutiger Anfänger mehr. Also denke ich, es kann nicht schaden, das Thema mal ganz, ganz grundlegend zu beleuchten. Und ich habe das Video in vier Bereiche unterteilt. Ich möchte dir als erstes ein paar physikalische Grundlagen erklären. Physikalische Grundlagen, ja, aber keine Angst. Ich bin selbst kein Physiker und ich werde das so einfach erklären, dass du es auf jeden Fall verstehst, versprochen. Als zweites möchte ich dir sagen, was das Ganze für uns unter Wasser als Taucher bedeutet, was wir daraus für Schlüsse ziehen können. Als drittes, da darfst du ein bisschen über mich lachen. Ich habe ein kleines Making-of gedreht. Den Luftballon hier beim Platzen zu filmen war gar nicht so einfach. Ja. Kannst du dir kurz angucken, dauert nur 2 Minuten. Und als viertes, wenn es dich interessiert, möchte ich noch mal ein ganz klein bisschen tiefer in die Physik dahinter einsteigen. Ja, das ist aber wirklich immer noch sehr, sehr an der Oberfläche. Ich bin, wie gesagt, kein Physiker, ist fürs Tauchen auch überhaupt nicht wichtig. Das heißt, wenn es dich nicht interessiert, dann schalte einfach ab, überhaupt kein Problem. Okay, fangen wir an. Das Erste, was wichtig ist zu verstehen, das ist ein grundlegender Unterschied zwischen Luft und Wasser. Neben der Tatsache, dass wir unter Wasser nicht atmen können, weil wir keine Kiemen haben, ist Wasser einfach viel, viel schwerer als Luft. 1 Liter Luft wiegt nur ungefähr 1,2 Gramm. 1 Liter Wasser, ich glaube, das wissen die meisten, wiegt 1 Kilo. Das heißt, das Wasser ist ungefähr 830 Mal so schwer wie Luft. 830 Mal, das ist eine Zahl, die können sich die meisten überhaupt nicht richtig vorstellen. Wenn du auch damit Probleme hast, dann schau dir einfach mal dieses Foto an. Das war ich im Jahr 1993 und ich habe unsere Katze auf dem Arm. Maxchen hieß er damals, ein Kater war es. Und das Foto hier ist im Dezember 2019 im Krüger Nationalpark entstanden. Das ist ein afrikanischer Elefant. Warum zeige ich euch die beiden Fotos? Weil der Elefant so ungefähr 800 bis 900 Mal so schwer ist wie die Katze. Das heißt, das ist das Verhältnis, was wir bei Luft und Wasser vorfinden. Wie Katze, wie Maxchen zum Elefanten. Und weil das Wasser so viel schwerer ist als die Luft, sind wir unter Wasser sehr, sehr starken Druckveränderungen ausgesetzt. Und zwar in einem Ausmaß, wie wir das im Alltag überhaupt nicht kennen. Du bist vielleicht mal mit einer Seilbahn einen Berg rauf oder runter gefahren oder warst im Flugzeug und hast bei Start und Landung ein bisschen Druck auf dem Ohr gehabt. Aber das passiert A, viel, viel langsamer als unter Wasser und B, auch überhaupt nicht annähernd so stark. Und wie genau sieht es jetzt unter Wasser aus mit dem Druck? Den Druck, den messen wir in Bar. Und wie kann man sich ein Bar vorstellen? Man kann sich das so vorstellen, als wenn 1 Kilogramm, also diese Wasserflasche, auf eine Fläche von 1 Quadratzentimeter drückt. Das ist halb so viel wie dieses Centstück. Die Physiker unter euch, die kriegen jetzt wahrscheinlich einen Herzinfarkt, ja? Aber das ist erstmal egal. Ich sag's ihm, wie es ist. Es ist mir scheißegal. Ich denke, zur Veranschaulichung ist es völlig in Ordnung, wenn man sich das Ganze mal auf diese Art vorstellt. Und im vierten Teil gehe ich da dann nochmal genauer drauf ein. Aber jetzt lass uns doch mal schauen, wie tiefe Druck, Dichte und Volumen sich beim Tauchen zueinander verhalten. Fangen wir mal mit der Oberfläche an. Hier auf der Erde haben wir einen Umgebungsdruck von 1 Bar. Wenn wir jetzt 10 Meter abtauchen, dann verdoppelt sich der Druck bereits auf 2 Bar. Das heißt, die ersten 10 Meter Wasser wiegen genauso viel wie die gesamte Luft von der Erdoberfläche bis ins Weltall. Da haben wir wieder den Faktor 830. Ja?
Wenn wir jetzt weiter abtauchen auf 20 Meter, dann können wir nur von Glück sagen, dass Wasser oder Flüssigkeiten allgemein unter Druck nicht komprimierbar sind. Deswegen steigt der Druck linear an und wir haben auf 20 Metern einen Druck von 3 bar. Auf 30 Metern haben wir einen Umgebungsdruck von 4 bar. Jetzt haben wir aber überhaupt noch nicht über Dichte und über Volumen gesprochen. An der Oberfläche ist erstmal alles klar, ja? Wir haben die Luft, wie wir sie halt hier haben. Die nimmt einen bestimmten Raum ein und hat eine bestimmte Dichte. Wenn wir jetzt abtauchen auf 10 Meter, der Druck verdoppelt sich auf 2 bar. Stellt euch mal vor, was ihr macht, wenn ihr ein Fahrrad aufpumpt. Ihr habt bestimmt schon mal beim Aufpumpen die Luftpumpe zugehalten und habt da ordentlich reingedrückt. Und obwohl ihr zugehalten habt, konntet ihr das Ganze eindrücken. Das heißt, wenn ihr den Druck erhöht, dann könnt ihr das Gas in der Pumpe verdichten. Und auf 10 Metern Tiefe, beim Druck von 2 bar, ist es so, dass sich die Dichte verdoppelt. Doppelter Druck, doppelte Dichte. Und im Gegenzug halbiert sich das Volumen. Das ist doch ganz anschaulich, oder? Und ich brauche euch nicht erzählen, was auf 3 und 4 bar passiert. Auf 3 bar oder auf 20 Meter haben wir den dreifachen Druck, die dreifache Dichte und ein Drittel vom Volumen. Und bei 4 bar haben wir den vierfachen Druck und ein Viertel vom Volumen. Und wenn ihr das verstanden habt, dann habt ihr schon mal einen ganz, ganz, ganz wichtigen Teil, was das Thema Tauchphysik angeht, begriffen. Ja? Ich kann es noch mal kurz zusammenfassen. Wir haben an der Oberfläche einen Druck von 1 bar. Pro 10 Meter kommt 1 bar dazu. Die Dichte verhält sich proportional zum Druck und das Volumen umgekehrt proportional zum Druck. Das klingt so intelligent, das geht mir kaum über die Lippen. Ja? Aber jetzt wollen wir doch mal schauen, was das Ganze für uns Taucher an praktischer Relevanz hat. Und dieser Luftballon, der soll ja unsere Lunge symbolisieren. Wie groß ist eigentlich so eine Lunge? Wie hoch ist das Lungenvolumen? Oder wenn man angeben will, wie hoch ist die Totalkapazität? Und eine gute Faustformel, ich habe da mal ein bisschen bei Wikipedia nachgelesen, ist 80 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht, wenn man jetzt nicht super übergewichtig ist. Ich wiege so ein paar 80 Kilo, das heißt, bei mir wären es irgendwie 6,5 bis 7 Liter. Lass uns das einfach halten, das heißt, wir rechnen mal mit 7 Liter. Jetzt ist es aber so, dass du gerade in Ruhe, während du mein Video schaust, nicht die vollen 7 Liter ein- und ausatmest. Ausatmen könntest du sie auch gar nicht. Du atmest pro Atemzug ungefähr einen halben Liter ein. Und die Lunge ist dabei nicht ganz halb voll. Das heißt, bei 7 Litern ist es so, dass eingeatmet knapp 3,5 Liter Luft in deiner Lunge wären. Bisschen weniger. Jetzt stell dir mal vor, du tauchst ganz entspannt in 5 Metern Tiefe und erschreckst dich, weil irgendwas passiert. Sagen wir, der weiße Hai kommt um die Ecke bei der 5-Meter-Plattform. Und jetzt passieren zwei Sachen. Erstens, du atmest tief ein, irgendwas ist passiert. Und zweitens, du tauchst auf, du machst einen Panikaufstieg. Das sollte natürlich auf keinen Fall passieren, aber es passiert ab und zu, wie das Beispiel, von dem ich am Anfang erzählt habe, gezeigt habe. Und wir wollen jetzt einfach mal so tun, als ob das passiert. Denk daran, was wir eben gelernt haben. Wenn wir von 0 auf 10 Metern abtauchen, halbiert sich das Luftvolumen. Wenn wir von 10 auf 0 Meter auftauchen, verdoppelt es sich natürlich. Das heißt, beim Auftauchen dehnt sich die Luft aus. Und jetzt lass uns doch mal ein kleines Gedankenexperiment machen. Stell dir mal vor, du atmest die 5 Liter ein, von denen ich gerade gesprochen habe, in einer Tiefe von 5, 10, 20 oder 30 Meter. Jetzt tauchst du auf mit angehaltener Luft und dir fällt erst weiter oben ein, dass du auch mal ausatmen könntest. Und zwar sagen wir, das passiert entweder in 0, 5, 10 oder 20 Metern. Und in der Tabelle hier gucken wir uns jetzt mal an, was aus den 5 Litern Luft in deiner Lunge wird, in den unterschiedlichen Szenarien. Und wenn du aus 5 Metern an die Oberfläche hochgehst, werden daraus bereits 7,5 Liter. Jetzt haben wir gerade gesagt, die Totalkapazität, das Lungenvolumen, liegt nur bei 7 Litern. Jetzt sind es aber schon 7,5, das passt nicht rein. Und es droht jetzt hier eine Lungenüberdehnung. Und beim Thema Überdehnung hält unser Lungengewebe nicht wirklich viel aus. Im Volksmund würde jetzt sowas drohen, was man Lungenriss nennt. Medizinisch korrekt gesagt, hättest du dann entweder eine arterielle Gasembolie oder einen Pneumothorax oder beides.
Kannst du mal bei Google eingeben, wenn du genau wissen willst, was das ist. Ich kann dir nur so viel verraten. Beides kann tödlich enden. Ich habe am Anfang ein Beispiel erzählt, wo das passiert ist. Und umso tiefer du damit anfängst, umso schlimmer wird das natürlich. Ja? Wenn du aus 30 Metern hochschießen würdest mit 5 Litern, dann wären das an der Oberfläche bereits 20 Liter. Die Luft hättest du dann nicht mehr in deiner Lunge. In deinem Körper ja, aber nicht mehr in deiner Lunge. Das möchtest du nicht erleben, glaub's mir. Und wenn du dir den Rest der Tabelle mal anguckst, dann siehst du, dass die meisten Zahlen hier nicht umsonst rot sind. Aber auch die schwarzen Zahlen heißen nicht, dass das sicher ist, von 10 auf 5 Meter mit angehaltener Luft aufzutauchen oder von 30 auf 20. Denk dran, wir haben gesagt, du atmest 5 Liter ein. Stell dir mal vor, du atmest 5,5 Liter ein. In dem Fall wäre direkt die ganze Tabelle rot. Und bei 6 Litern ist es sogar so, dass du selbst aus 1,70 Meter Wassertiefe an der Oberfläche schon an der Grenze dessen wärst, was die Lunge noch aushalten kann. 1,70 Meter, ja, da geht mir das Wasser ungefähr bis hier. Da kann man locker stehen, ich zumindest. Und das Gemeine dabei ist, dass unsere Lunge keine Sensorik für diese Problematik hat. Das heißt, unser Körper sendet kein Schmerzsignal, der sagt, jetzt aber mal ausatmen, es wird langsam eng. Warum sollte er auch, ja? Evolutionär hatten wir überhaupt keinen Grund als Menschen, sowas zu entwickeln, weil wir hier an der Erdoberfläche bei extrem konstanten Druckverhältnissen leben. Man kann das aber trotzdem ganz leicht verhindern. Und das ist die Message hier in diesem zweiten Teil. Du musst einfach normal weiteratmen und niemals beim Aufstieg die Luft anhalten. Und schon ist das Problem gelöst. Meine Mutter ist eine relativ sportliche Frau für ihr Alter und ich habe immer gehofft, dass sie auch mal anfängt zu tauchen. Irgendwann habe ich ihr diese Geschichte erzählt und seitdem brauche ich ihr den Vorschlag nicht mehr machen, weil sie immer sagt: oh Gott, tauchen ist so gefährlich, ich brauche ja nur mal kurz die Luft anhalten und schon sterbe ich. Ganz so extrem ist es nicht. Sie hat natürlich recht, ja, das ist gefährlich, wenn man im falschen Moment die Luft anhält. Es ist aber kein Grund, Angst zu haben. Ich vergleiche das immer mit einer Fußgängerampel an einer stark befahrenen Landstraße, wo die Autos mit 100 Sachen vorbeirauschen. Ein Schritt nach vorne, wenn man an der Ampel steht und man wird überfahren und das war's. Trotzdem hat keiner Angst vor der roten Ampel. Oder hast du Angst, an der roten Ampel zu stehen? Ich glaube nicht, denn du weißt ja, ich muss einfach nur stehen bleiben, dann passiert mir nichts. Und stehen bleiben ist jetzt nicht so wahnsinnig schwer. Dann warten wir eben, bis grün wird und dann wird losgegangen. Und genauso ist es beim Tauchen auch. Normal atmen ist jetzt nicht so wahnsinnig schwer. Sicher, als Anfänger muss man sich dessen bewusst sein, muss vielleicht ein bisschen stärker drüber nachdenken und sich sagen, okay, ich muss jetzt normal weiteratmen. Aber nach relativ kurzer Zeit wird das zur zweiten Natur, so wie das Überqueren einer Fußgängerampel. Nur niemals über Rot gehen, ja, unter Wasser. Ihr wisst, was ich meine. Also, wie kann man das Thema zusammenfassen? Das zweite Kapitel in einem einzigen Satz: niemals beim Aufstieg die Luft anhalten. So, und jetzt schau dir das Making-of an, dann kannst du dich ein bisschen über mich lustig machen und danach reden wir noch ein klein wenig über Physik, wenn es dich interessiert. Was muss ich jetzt sagen? So, wir sind jetzt gerade unterwegs und wollen ein paar Aufnahmen für mein erstes Video drehen. Tauchphysik für Anfänger. Luftballon platzen lassen. Bin schon ganz aufgeregt. Mal gucken, wie das klappt. Hoffentlich verliere ich nicht die Tarierung. Latzi, kann ich noch was sagen? Gesehen, hat alles super geklappt im ersten Versuch. Nein, ich glaube, wir haben 7 oder 8 Luftballons gebraucht für 2 Versuche. Wir haben aber den ganzen Dreck eben auch noch brav wieder eingesammelt
denn GUE steht ja auch für Umweltschutz. So, da bin ich nochmal. Ich hoffe, es hat dir genauso viel Spaß gemacht, das Making-of anzuschauen, wie es mir gemacht hat, das Ganze zu filmen, auch wenn es nicht so einfach war, wie man vielleicht denkt. Aber ich habe dir versprochen, nochmal auf die Formel zurückzukommen. Ja? Ein Bar ist ein Kilogramm pro Quadratzentimeter. Das ist nett formuliert, physikalisch ein bisschen unsauber. Ja? Ich kann mir vorstellen, was ein Physiker zu dieser Formel sagen würde. Bullshit! Den Druck, den messen wir eigentlich nicht in Bar, sondern in Pascal. Und es ist so, dass ein Bar 100.000 Pascal entspricht. Jetzt müssen wir uns aber mal fragen, was ist überhaupt ein Pascal? Ja? Und ein Pascal, das ist ein Newton pro Quadratmeter. Quadratmeter ist eine Fläche, darunter kann sich eigentlich jeder was vorstellen. Aber beim Newton, da wird es schon schwieriger, oder? Die meisten wissen vielleicht noch, dass das irgendwas mit einem Apfel zu tun hat. Aber dann hört es auch auf. Und ein Newton ist die Kraft, die eine Masse von einem Kilogramm in einer Sekunde auf 1 Meter pro Sekunde beschleunigt. Klingt komplizierter als es ist. 1 Meter pro Sekunde, das sind ungefähr 3,6 km/h. Das ist so ein ganz gemütliches Spaziergehtempo. Ja, jetzt kann ich das Ganze für Newton oben einsetzen. Dann bekomme ich einen ziemlich hässlichen Term. Da kann ich noch das Meter einmal rauskürzen, die durch Sekunde zum Quadrat unter den Bruchstrich schreiben. Dann sieht das Ganze vielleicht schön aus, aber Kilogramm geteilt durch Meter mal Sekunde zum Quadrat, kann sich doch kein Mensch mehr was drunter vorstellen, oder? Aber wir können es uns viel, viel einfacher machen. Jetzt ist es auf der Erde nämlich so, dass wenn man etwas fallen lässt, egal was, das nach einer Sekunde mit rund 10 Metern pro Sekunde nach unten fällt. Wir tun jetzt mal so, als gäbe es keinen Luftwiderstand. Das Ganze nennt sich Erdbeschleunigung. Es wird durch die Massenanziehung der Erde ausgelöst. Das heißt, wenn ich diese Wasserflasche fallen lasse, ist sie nach einer Sekunde 10 Meter pro Sekunde schnell. Und wir haben ja eben gesagt, ein Newton schafft in einer Sekunde 1 Meter pro Sekunde. Wenn wir jetzt 10 Meter pro Sekunde haben, dann brauchen wir doch 10 Newton, oder? Und diese Kraft von 10 Newton, die die Erdanziehung auf die Flasche ausübt, die wirkt permanent auf die Flasche. Und wenn ich jetzt die Flasche auf den Tisch stelle oder auf ein Centstück, dann übt die Flasche genau diese Kraft auf die Fläche unter ihr aus. Das heißt, man kann das Ganze doch jetzt relativ einfach ausdrücken und sagen, hier auf der Erde, da ist ein Kilogramm ungefähr 10 Newton. Also ist ein Newton ungefähr 0,1 Kilogramm oder 100 Gramm. Und das ist jetzt die Stelle, wo es physikalisch ein bisschen unsauber wird, wenn ich das Ganze in eine Formel einsetze. Aber zur Veranschaulichung ist das absolut in Ordnung, wenn man das so macht. Das heißt, die 0,1 Kilogramm oben in der Pascal-Formel, die setzen wir jetzt einfach mal anstelle des grünen Ns ein. Was haben wir jetzt? Jetzt steht hier, 1 Pascal ist der Druck, den 100 Gramm, also eine Tafel Schokolade, auf 1 Quadratmeter ausüben würde. Darunter kann man sich doch jetzt schon ein bisschen was vorstellen. Wenn wir eine Tafel Schokolade auf 1 Quadratmeter verteilen, dann übt die Schokolade auf diese Fläche einen gewissen Druck aus. Nicht viel, ne? Tafel Schokolade ist leicht, ein Quadratmeter ist sehr, sehr groß. Also sagen wir, wir multiplizieren das Ganze mal 100.000. Was steht dann da? Dann steht da, 100.000 Pascal sind 10.000 Kilogramm pro Quadratmeter. Moment mal, wir haben aber weiter oben gesagt, 100.000 Pascal, das ist 1 Bar. Dann setzen wir doch einfach mal 1 Bar ein. Jetzt haben wir 1 Bar, sind 10.000 Kilogramm. Und wenn wir jetzt nicht pro Quadratmeter schreiben, sondern mal das Ganze in Quadratzentimeter umrechnen, 100 mal 100, dann stehen unter dem Bruchstrich 10.000 Quadratzentimeter. Und jetzt können wir einfach die beiden 10.000 rausstreichen und dann haben wir 1 Bar gleich 1 Kilogramm pro Quadratzentimeter. Das ist die Formel, die oben steht, die physikalisch nicht ganz korrekt ist,
die uns aber gut dabei hilft, uns vorzustellen, was ein Bar an Druck ist, wie viel das überhaupt ist. Und als kleiner Bonus geht noch mal eine Zeile weiter nach oben. Da steht 10.000 Kilogramm. 10.000 Kilogramm, also 10 Tonnen, das sind 10 Kubikmeter Wasser. Und wenn ihr die auf einem Quadratmeter verteilt, dann werden diese 10 Kubikmeter Wasser 10 Meter hoch. Und da sind wir auch wieder beim Tauchen. Pro 10 Meter ein Bar. So findet man es wieder. Ja, das war's. Danke, dass du bis zum Schluss dabei geblieben bist. Wenn dir das Video gefallen hat, gib dem Ganzen einen Daumen nach oben. Abonniere den Kanal für Kurse, für Training. Guck unten in die Videobeschreibung. Kannst mich gerne jederzeit kontaktieren. Und ich sag bis zum nächsten Mal. Möchte ich euch ein kleines Making-of zeigen? Scheiße. Als zweites möchte ich euch dann mal erklären, fuck, das bin ich, aber darum geht's gar nicht. Ich habe auf dem Kater. Es fehlt mir die Formel, so eine Scheiße. Und ich habe unsere Katze auf den. Meine Güte. Ach, shit. So, und jetzt könnt ihr euch das Making-of anschauen, euch ein bisschen. So, und jetzt kannst du dir das Making-of anschauen. Oh, fuck, ey, ich sag immer ihr. Schau unten in die Artikelbeschreibung. Kannst mich ja gerne jederzeit. Boah, fuck it. Muss ich aus meinem Kilo trinken.